Kiki, cleaning with the breeze, making sure the home is the best you've seen. Dancing round the room with a mop in hand, spreading good vibes all across the land. Wir erledigen heute meine Back-to-School-To-Do-Liste. Keine Sorge, es dreht sich nicht alles um die Schule, aber es sind so die Aufgaben, die kurz vor Schulbeginn einfach anstehen und die ich sauber wissen möchte oder die ich erledigt haben möchte, bevor der stressige Alltag wieder zurückkehrt. Also bleibt gerne dran und tankt mit mir gemeinsam ganz viel Motivation. Und begonnen habe ich da, wo es für mich am sinnvollsten ist, und das ist nun mal Max' Zimmer. Denn nach den Ferien beginnt wieder die Schule und ich wollte einfach in den Urlaub fahren und wissen, es ist alles erledigt, ich brauche mich anschließend um nichts zu kümmern und wir können dann nochmal eine Woche, bevor dann wieder der Alltagsstress losgeht, genießen, ohne dass wir uns um irgendetwas Gedanken machen müssen. In der letzten Woche habt ihr ja bereits ein XXL-Video von mir erhalten und das ist sozusagen zwischen diesem Clip hier passiert. Das ist der Grund, warum ich mich an dem heutigen Tag wirklich nur um das kümmern brauche, was für die Ferien gedacht ist, beziehungsweise für den Start nach den Ferien. Vielleicht habt ihr auch so ein Programm. Sagt mir gern Bescheid, was ihr alles auf eurer To-Do-Liste habt in den Ferientagen, wo es halt wirklich schon zum Schluss hingeht. Habt ihr irgendetwas, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch erledigen, bevor mein Alltag wieder losgeht? Oder auch nicht? So, wir machen uns jetzt an das Einräumen von den Rucksäcken. Und ihr seht ja schon, die Bücher sind Gott sei Dank noch angekommen, bevor es in den Urlaub geht. Das ist gut. Und ich stelle euch heute mal wieder Rucksäcke vor. Ihr kennt sie schon vom letzten Jahr. Ich bin absoluter Fan und behalte diese Marke definitiv weiterhin im Blick und schaue immer wieder, was es Neues gibt. Ich zeige euch jetzt erstmal im Schnellüberblick die beiden Rucksäcke. Und wir beginnen zuerst mit Emmas Rucksack und guckt euch das mal an. Sie dürft sich selbst was aussuchen. Das sind übrigens die Rucksäcke, und zwar beide, von GMT Bags. Emmas hatte diesmal so eine Federmappe und den Rucksack selbst. Es gibt verschiedene Ausführungen. Diese Rucksäcke sind alle ergonomisch und sind super, super leicht. Das ist für mich immer so der Verkaufspunkt. Ich möchte, dass meine Kinder etwas haben, was gut für ihren Rücken ist, was hier definitiv der Fall ist. Und dann ist es mir natürlich wichtig, dass sie nicht jedes Mal diese super schweren Rucksäcke tragen, denn das hier sind nicht die einzigen Bücher, die da drinnen landen. Es sind noch viel, viel mehr. Und da braucht sie natürlich etwas, was leicht ist. GMT Bags hat bislang von all den Rucksäcken, die ich testen konnte, das kleinste Gewicht. Man hat hier so verschiedene Klettsticker, was richtig süß ist. Emma kann sich das dann immer aussuchen, welches sie gerade möchte. Hier oben hat man dann auch noch ein Fach. Einmal für so einen Regenumhang für den Rucksack, damit der nicht nass wird. Und das hier ist eine kleine Geldbörse. In dem Fall von Emma haben wir hier bislang aber weitere Klettstickerchen. Hier kommen dann die ganzen Bücher rein. Man hat hier dann nochmal so eine kleine Abteilung, die mit so einem Gummi abgesteckt ist. Hier kann man auch nochmal was reinpacken, was eher so versteckt sein soll. Richtig süß, es ist richtig toll verarbeitet. Ich habe euch letztes Jahr schon ein Video dazu abgedreht. Ich kann es euch gerne verlinken, falls ihr nochmal alles genauer angucken wollt. Hier kann man eine Wasserflasche reintun. Und auf der anderen Seite haben wir dasselbe. Natürlich haben wir auch hier wieder mehr Taschen vorhanden. Einmal hier oben eine Tasche für zum Beispiel eine Brotdose und hier unten ebenfalls. Das hier ist ein Set bestehend aus diesen Teilen hier. Es gibt allerdings Rucksacksets für die ersten bis vierten Klassen, die aus mehreren Teilen bestehen. Da sind zum Beispiel auch Turnbeutel mit bei. Emma wollte unbedingt das mit dem Kätzchen haben, weil sie es einfach so schön findet. Der Rucksack von Max ist etwas ganz Besonderes, denn Max kommt demnächst schon in die 5. Klasse. Ich kann es gar nicht glauben. Und dafür brauchte er einfach etwas, was so ein bisschen erwachsener ist als die Grundschulrucksäcke. Deswegen habe ich ihn hier so eingeholt. Auch dieser hier ist wieder ergonomisch, aber auch hier wieder total leicht. Richtig klasse. Haben wir auch wieder die Taschen, wo die Getränke rein können von beiden Seiten. Hier oben ist eine kleine Ablage. Allerdings kann man sie nur seitlich öffnen, nicht oben. Also aufpassen, dass man da nicht das Tablet reintut. Und hier haben wir dann super viele Taschen. Das ist echt was ganz, ganz Besonderes. Hier haben wir auch wieder versteckte Flächen. Wir haben Taschen für einen Zirkel, einen Taschenrechner. Es gibt in diesem Rucksack so viele Möglichkeiten, Dinge zu verstauen und wirklich einen Platz für sie zu finden, als wenn alles durcheinander liegt. Und für die größeren Klassen, sprich ab den 5. Klassen, ist das auch definitiv sinnvoller. In den nächsten Fächern haben wir dann schon mehr Polsterung für den Fall, dass der Schüler ein Tablet oder ein Laptop mitnehmen muss. Also beschweren kann man sich hierbei definitiv nicht. Platz findet man.
Aber es gibt so viele unterschiedliche Fächer in diesem Rucksack. Ich meine, guckt euch den mal an. Und natürlich ist auch dieser hier wieder ergonomisch und perfekt für den Rücken, sodass der Rücken der Kinder weiterhin geschützt ist. Hier vorne lässt er sich auch wieder zumachen, was ich klasse finde, wenn man mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Schule fährt, was ja bei Max der Fall ist, dann hält das definitiv besser am Rücken, wenn das nicht die ganze Zeit abrutschen kann und einfach so einen festen Halt hat. Natürlich gab es auch bei diesem großen Jungrucksack auch nochmal Kleinigkeiten dazu. Auch hier wieder so ein Federmäppchen. Und nochmal ein Sportbeutel und guckt euch das mal an. Es hat hier diese atmungsaktiven Seiten. Hier vorne kann man nochmal was reinlegen. Und hier hat man dann die große Öffnung für die Sportsachen. Und der lässt sich dann mit diesem dicken Gummi hier zuziehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Da kann man sich doch wirklich nicht beschweren. Absolute Spitzenklasse. Ihr bekommt beim Kauf übrigens 4 Jahre Garantie auf die Rucksäcke. Schaut gerne mal vorbei. Es gibt verschiedene Motive, verschiedene Formen, verschiedene Farben. Es ist wirklich richtig klasse. Und alle weiteren Informationen zu den GMT-Bags erhaltet ihr natürlich in der Infobox. Schaut also gerne vorbei. Das, was bei mir auch noch auf dem Programm steht, sind neue Stifte für Max. Ich habe Gott sei Dank noch Namenssticker, die dann auf die Hefte draufkommen. Die habe ich an dem Tag hier nicht dran gemacht, denn ich brauche noch Schablonen. Ich habe an Max alten Heften gesehen, dass einige der Schablonen schon wirklich stark abgenutzt sind. Das heißt, da müssen neue her. Das ist aber nicht ganz so wild, denn ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ich will das Ganze definitiv noch vor dem Urlaub erledigen. Wenn ihr das Ganze hier schaut, ist das wahrscheinlich sogar schon erledigt. Und Max' Zimmer war dann auch schon aufgeräumt. So schnell kann es gehen, wenn man nicht viel zu tun hat. Und wenn ich anfange aufzuräumen vor der Schule, gehört mein kleines Reich hier natürlich auch mit zu. Momentan ist es ja unser Studio. Ihr hattet Fragen. Wir filmen definitiv auch weiterhin mit den Mädels. Dauert nur ein bisschen. Ich muss hier übrigens diesen Bereich hier einräumen, denn der hier ist komplett durcheinander. Das heißt, das machen wir jetzt auf die Schnelle. Bei der Hitze hier oben. Das ist eine Aufgabe, die bei mir wirklich immer auf der To-Do-Liste steht, wenn wir in den Sommerferien sind. Und ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich gar nichts Weltbewegendes oder ich müsste diesen Part hier gar nicht machen, denn ich arbeite da oben ja nicht. Also zumindest nicht für meinen tatsächlichen Job. Für YouTube schon, für meinen tatsächlichen Job nicht. Das heißt, diesen Bereich müsste ich gar nicht aufräumen, aber es gehört für mich einfach irgendwie so dazu. Das ist einfach so meine Lieblingsecke. Ihr wisst ja, wie gern ich lese. Und dementsprechend habe ich es natürlich gerne, wenn das alles aufgeräumt ist. Zudem darf man halt auch nicht vergessen, ihr habt vielleicht so den Anfangsclip gesehen, wo ich dann die Taschentücher weggeräumt habe. Die Mädels und ich filmen natürlich unseren Podcast. Und während der Sommerferien haben wir auch etwas Pause. Die haben wir uns gegönnt. Wir haben ja schließlich alle Kinder, die dann beschäftigt werden wollen. Und nach den Ferien geht es dann auch wieder mit dem Film los. Und deswegen wollte ich halt auch diesen Bereich sauber wissen. Mir ist es nämlich unangenehm, wenn jemand bei mir ist und da liegt einfach alles irgendwie so rum. Deswegen habe ich das nochmal aufgeräumt. Also nicht nur für mich selbst, sondern tatsächlich für die Arbeit. Bloß nicht die eigentliche Arbeit, sondern die Spaßarbeit. Und schon waren wir auch hier fertig. So, der Blick hierher ist schon ganz anderer. Zumindest für mich. Ihr merkt wahrscheinlich gar nicht den Unterschied. Ich habe hier so eher die New Adult Sachen. Hier ist mehr Fantasy und hier auf der anderen Seite sind all die Bücher, die ich teilweise noch nicht gelesen habe und bei denen ich nicht wirklich weiß, wo ich sie zuordnen soll. Das heißt, ich muss hier demnächst einiges lesen. Aber immerhin ist der Blick jetzt sozusagen von unserem Filmtisch aus ein besserer. Dann machen wir uns heute endlich mal ans Büro. Wir werden heute nicht ganz so viel erledigen, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Ich will einfach nur so ein bisschen was zusammenräumen, dass wir hier wieder gut und ruhig arbeiten können. Ich möchte auch versuchen, diesen Wäschekorb zu leeren. Hier muss alles nur so ein bisschen hübscher gemacht werden. Alles nicht so wild, bloß richtig intensiv aufgeräumt wird hier definitiv an einem anderen Tag. Ich habe euch ja jetzt schon einige Male erzählt, dass ich Aufgaben auf meiner To-Do-Liste habe, die schon seit Ewigkeiten da draufstehen, weil ich diese Aufgaben einfach nicht erledigen möchte. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so groß sind. Aber das sind so Sachen, vor denen ich mich so ein bisschen fürchte. Und deswegen schiebe ich sie immer weiter nach hinten. Habt ihr vielleicht auch, es gibt immer ein Projekt zu Hause oder eine Aufgabe, vor der man sagt, oh mein Gott, hoffentlich muss ich die ganz, ganz lange Zeit nicht machen. Das ist das Büro für mich. Also nicht nur, aber unter anderem. Ich habe viel mehr Sachen da draufstehen. Aber das Büro ist tatsächlich so ein Ort, von dem ich sage, es dient teilweise wirklich als Abstellfläche. Das ist kein Wohnraum, dort kommt kein Besuch hin. Das ist wirklich nur der Bereich, wo wir arbeiten, also wenn wir im Homeoffice sind. Und der Bereich, wo gearbeitet wird, ist halt dieser höhenverstellbare Tisch rechts zu meiner Seite.
Der andere Bereich wird halt immer vollgepackt mit irgendwelchen Sachen. Wenn Alex der Meinung ist, er will irgendein Buch verkaufen, dann holt er sich das runter und dann stapelt sich das dort und er verkauft es die ganze Zeit nicht und stellt es gar nicht erst ein. Und dann zieht sich das halt so hin. Wir haben dort auch einiges an Bürokram, also wir erledigen eigentlich unsere Sachen immer sehr schnell. Wenn wir eine Rechnung erhalten, dann bezahlt Alex sie und schreibt auch auf den Zettel bezahlt drauf, denn sonst vergessen wir es, ob wir es bezahlt haben oder nicht. Aber die Sachen selbst wegzuräumen, das schaffen wir dann irgendwie nicht. Das ist dann zweitrangig und landet dann wieder so auf der To-Do-Liste für irgendwann mal. Das muss ich in Angriff nehmen, nachdem dann die Ferien vorbei sind. Das ist keine Aufgabe für den heutigen Tag. Vor allen Dingen hatten wir draußen 35 Grad. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heiß mir war. Vor allen Dingen auf dem Dachboden staute sich die Hitze. Und dann bin ich auch noch runter ins Büro gegangen. Auch das ist wieder ein sehr heißer Raum. Ich habe mir keinen guten Tag dafür ausgesucht, denn am nächsten Tag hat es angefangen zu regnen. Hätte ich das mal lieber verschoben. Aber das weiß man ja im Vorfeld nicht. So habe ich mich wenigstens beeilt, damit das endlich vorbei ist. Und das Endergebnis sieht tatsächlich sogar besser aus, als ich erwartet hätte. Die ganzen Unterlagen habe ich zusammengeräumt, die Ablage machen wir wann anders. Das sind Alex' Bücher, ich habe keine Ahnung, was er mit denen machen wollte. Noch mehr Ablage und so Arbeitskram. Das sind Alex' Sachen, ich weiß nicht, was das alles ist und was er damit machen will. Mein alter Laptop, der Drucker, hier ist alles wieder sauber. Und vor allen Dingen auch hier. Ich bin so happy, dass der Weg da wieder frei ist. Der Blick dahin ist wieder ein anderer. Dieser Bereich ist geblieben, aber das habe ich ja von Anfang an so gesagt. Die Hauptsache ist jetzt erstmal, dass wir hier wieder arbeiten können. Und die letzte Station für heute, weil wir natürlich auch saubere Wäsche brauchen, ist einmal hier die Wäsche abzunehmen und dann bringe ich sie nur noch hoch. Der Teil mit der Wäsche, das kennen wir wohl alle. Die Wäsche, die hört nie auf. Kaum ist man wieder auf dem besten Stand der Dinge, hat man schon wieder Kleidung dort liegen. Ist ja auch ganz normal, wenn man sich täglich umzieht, ne? Die Kleidung will halt irgendwann gewaschen werden. Und bei den Temperaturen hatte ich halt das große Glück, dass ich wirklich eigentlich noch nicht mal einen Tag hätte warten müssen. Ich war aber wirklich lustlos, die Kleidung noch am selben Tag abzuhängen. Denn, falls ihr das letzte Video gesehen habt von vor einer Woche, dann wisst ihr ja, wie viel ich zu Hause geschafft habe. Und da hatte ich einfach keine Lust, noch mehr zu machen. Man will halt auch irgendwann mal Feierabend haben. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Dass wir dann so wissen, oh mein Gott, Gott sei Dank kann ich die Füße hochlegen, einfach mal irgendeine Serie einlegen oder einen Film. Und dann auch hoffentlich ziemlich schnell schlafen gehen. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, wirklich die gesamte Kleidung durchzuwaschen. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass wenn wir in den Urlaub fahren, wir eine ganz große Auswahl haben. Also was nehmen die Kinder mit, was nehmen wir mit? Und dann möchte ich nicht erst nochmal am letzten Tag sagen, oh mein Gott, das Kleid sollte noch mit, liegt aber noch in der Wäsche. Deswegen habe ich wirklich alles durchgewaschen. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt. Wie gesagt, manchmal hat man wirklich Glück. Da dieses Video etwas kürzer gefasst ist als meine sonstigen, hoffe ich einfach, dass ihr bis zu diesem Punkt hier auch noch ausgehalten habt und ihr mir jetzt mitteilen könnt, wo ihr denn dieses Jahr eure Ferien entweder verbracht habt oder noch verbringen wird. Ich weiß ja, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich bin der Meinung, Niedersachsen war eines mit der ersten Länder, die in die Ferien gegangen sind. Max war schon Mitte oder Ende Juni zu Hause, also es ging wirklich sehr, sehr früh los bei uns. Dementsprechend endet das Ganze aber früh. Das ist so das Traurige. Wir hatten gar kein richtig tolles Wetter. Für uns ging es nach Italien, beziehungsweise wo ich das Voice-Over hier für euch mache, geht es erst nach Italien. Deswegen kann ich euch noch nicht berichten, wie es war. Das werde ich definitiv nachholen in den nächsten Videos. Ihr wisst ja, ich halte euch immer mit allem auf dem Laufenden und brabbel euch dann voll mit jedem einzelnen Detail. Aber das ist das, was ich jetzt schon sagen kann, dass ich mich tierisch auf den Urlaub freue. Ich habe euch ja, glaube ich, schon im letzten Video erzählt, dass ich einfach mal so richtig abschalten kann. Ich nehme keinen Laptop mit, also hoffe ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht schaff ich das nicht, so rein von meinem Kopf her. Denke ich dann wahrscheinlich, oh mein Gott, ich muss. Aber geplant ist es nicht. Der Laptop soll zu Hause bleiben. Eigentlich soll auch die Kamera zu Hause bleiben, wobei ich hier auch schon überlegt habe, sie mitzunehmen. Einfach nur, um euch das Häuschen zu zeigen. Vielleicht auch noch mal so ein paar andere Dinge, je nachdem, wie viel wir erledigen werden. Wir sind ja dort mit unseren Freunden und das ist das, worüber ich mich am meisten freue, dass die Kinder einfach jemanden zum Spielen haben. Denn die Kinder kennen sich schon seit der Geburt, also wirklich, so lange sind wir ja auch schon befreundet. Und die spielen auch sehr gerne miteinander. Und wenn die Kinder etwas mehr beschäftigt sind und nicht ständig irgendwie einen in den Ohren liegen, dass ihnen gerade langweilig ist, macht es den Urlaub natürlich umso schöner.
Und nicht nur die Kinder sind dann versorgt, sondern auch Alex und ich, dass wir dann vielleicht einfach mal auch mit unseren Freunden sitzen und uns unterhalten können, während die Kinder dann vor uns spielen. Denn ich bin zwar nicht ganz so extrem wie vielleicht Alex, aber trotzdem extremer als vielleicht manch jemand anders. Also ich muss die Kinder wirklich immer im Blickfeld haben. Bei Max haben wir es letztes Jahr schon ziemlich locker gehandhabt. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr genauso locker schaffen werde, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir einen schönen Urlaub haben. Ich hoffe übrigens, ihr alle auch. Das Wetter soll ja zwischendurch gut werden. Wahrscheinlich auch wieder hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich hoffe einfach nur, ihr genießt die Zeit. So, wir haben es geschafft. Jetzt ist wirklich vor dem Urlaub alles erledigt. Max ist versorgt für nach den Ferien, genauso wie Emma. Die Wäsche ist jetzt durch. Wir können uns jetzt ganz, ganz entspannt zurücklegen und dann unseren Urlaub genießen. Ich kann es kaum glauben. Und vergesst nicht den Sponsor vom heutigen Video, GMT-Bags. Ihr werdet alle Informationen in der Infobox erhalten, die ihr benötigt. Schaut also gerne vorbei und gebt den Rucksäcken definitiv mal eine Chance. Und schaut da wirklich mal rein, denn die lohnen sich wirklich. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne sonnige Tage, wenn ihr das Ganze seht. Liegt ich schon am Strand mit den Kindern. Aber ich will euch natürlich nicht eifersüchtig machen für den Fall, dass ihr hier seid und es gerade regnet. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann!